der Haufe Mediengruppe. Ich blicke in einige neue Gesichter, in einige vertraute Gesichter, auch in ein Buy-Button und geht davon aus, Neuromarketing-Hype. Aber ich glaube, das ist gar nicht das Ziel dieser Veranstaltung, einen Hype zu machen, sondern zu informieren, was kann Gehirnforschung, aber genauso wichtig, was kann Gehirnforschung heute nicht. Bevor ich ins Programm einsteige, vielleicht noch zwei Worte, auch zu uns, zu Gruppe Nymphenburg. Was machen wir? Wir sind eine Unternehmensberatung, die eine ganz einfache Idee hat. Wir begleiten Produkte vom Entstehen als Marke über den gesamten Vertriebskanal, über den ganzen Vertrieb, über die ganzen Channels, bis zum POS oder auch bis zu diesem Kontaktpunkt, wo der Kunde mit den Produkten oder der Dienstleistung in Berührung kommt. Und ich zeige Ihnen mal einen ganz kleinen Ausschnitt so aus unserer Forschungsarbeit POS über Hirnforschung, werden wir im Laufe des Tages zu sehen sprechen sollen. Unser Ziel ist es also, den Shopper wirklich kennenzulernen, ihn zu beobachten. Und was wir heute wissen, ist, Konsumerverhalten und Shopperverhalten sind zwei unterschiedliche Dinge, auch wenn sie große Überschneidungsmengen haben. Und hier einfach mal so ein paar Dinge mal zu gucken, was passiert eigentlich im POS, wie bewegt sich der Kunde, wie werden Räume erschlossen, wie werden Räume, kann man Räume kundenfreundlicher gestalten, verkaufsaktiver gestalten. Das sind alles diese Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Wenn wir jetzt beim Neuromarketing bleiben, gibt es wieder zwei Definitionen. Wir haben auf der einen Seite, das ist so die engere Definition, die klassische Definition, Nutzung der apparativen Methoden der Hirnforschung für Marketingzwecke, kommen gleich drauf, welche Methoden das sind. Und es gibt eine erweiterte Definition, nämlich Nutzung der apparativen Methoden für Marketingzwecke und was genauso wichtig ist, die Nutzung der gesamten Erkenntnisse der Hirnforschung, die in den letzten 10, 20 Jahren ja doch für vieles Neue gesorgt hat, manches auch bestätigt hat. Das heißt also, Hirnforschung aktiv die ganzen Forschungsergebnisse zu nutzen, uns ins Marketing zu integrieren. Und das ist auch der Fahrplan durch den Tag. Wir wollen zunächst mal in der ersten Session damit beginnen, also Neuromarketing, Hirnforschung aus der engeren Sicht zu betrachten.
Professor Pöppel wird anfangen, wird sicherlich weiterreden, was wissen wir heute eigentlich vom Gehirn, was läuft im Gehirn ab, und dann nachher auch ein paar Untersuchungen zu zeigen, Brain Branding, was kann eine FMRI mit Marken machen. Dr. Martin Reimann, Dr. Weber, die sehr intensiv in diesem Forschungsfeld arbeiten. In der zweiten Session werden dann ich und Christian Scheier mal gucken, was kann man eigentlich mit den ganzen Erkenntnissen der Hirnforschung machen, wie kann man das nutzen, auch ins ganze Marketing rein, wo müssen wir umdenken. Und der dritte Teil ist dann der Teil der Praxis, nämlich mal zu gucken, wie weit ist Hirnforschung in der Praxis schon angekommen, was macht man mit Michael Buser vom Burda Verlag und Dr. Hans-Willi Schroff von Henkel, die sich sehr intensiv damit beschäftigen und beschäftigt haben und heute auch zum einen den Nutzen erkennen, zum anderen Seite auch die Grenzen erkennen, also der Blick aus der Praxis, das dort rote Faden für unseren heutigen Tag. Wenn wir heute über die apparativen Methoden sprechen, was macht man eigentlich? Ich gehe ganz kurz bei, beispielsweise eines der ältesten Faden ist sicherlich das EEG, hat den großen Vorteil, dass es zeitlich sehr gut arbeitet, es tut nicht weh, Sie brauchen keine Angst haben, was da passiert. Das heißt also, man leitet einfach Gehirnströme ab. Eine etwas weitere und modernere Technik in diesem ganzen Bereich ist das MEG, Magnetresonanztomographie. Das heißt, man nimmt die Magnetströme aus dem Gehirn aus, sagt im Vergleich zum EEG, der teuerste Hafen der Welt, genau. Hat im Vergleich zum EEG den Vorteil, dass tiefere Hirnschichten mit angesprochen werden können. Das ist auch ein sehr bewährtes Verfahren. Einige Untersuchungen sind ja dazu gelaufen, beispielsweise von Herrn Dreitl, der im Publikum auch sitzt, der hier sicherlich einige Pionierarbeit auch geleistet hat. Und sicherlich die Faszination überhaupt, dass die funktionelle Magnetresonanzbildgebung, Hirnscanner auch kurz genannt, Menschen eben in den Computertomographen reinzuschieben und dann zu gucken, welche Hirnaktivitäten sind verbunden, immer auf der Suche nach diesem einen großen Bei-Button. Ohne das Ergebnis des Tages vorwegzunehmen, kann man natürlich sagen, diesen einen Bei-Button gibt es nicht, aber dafür gibt es viele tausend kleine Blöcke, die uns Gedanken machen können. Was macht dieses fMRI? Man kann natürlich nicht sehen, was der Mensch denkt, sondern was gemessen wird, ist eigentlich nichts anderes als die Veränderung der Sauerstoffkonzentration im Gehirn. Wenn unser Gehirn arbeitet, braucht es Energie in Form von Zucker, von Glukose, das wird verbrannt. Zur Verbrennung brauchen wir Sauerstoff. Und diese Veränderung im Sauerstoff wird gemessen durch Kernspin. Und so können wir feststellen, welche Hirnaktivitäten gibt es bei welchen Aufgaben. Und wir werden nachher sicherlich insbesondere bei unseren ersten drei Referenten einiges über dieses System auch wissen. Es ist ein relativ aufwendiges Verfahren, was einfach daran liegt, dass die Maschinen sehr, sehr teuer sind. So ein Ding kostet 3 bis 4 Millionen Euro. So eine Session mit einer Versuchsperson, eine halbe, dreiviertel Stunde, was auch daran liegt, dass das tatsächliche Signal im Vergleich zum Rauschen relativ gering ist. Das heißt, nur 1% Signal, in der Regel 99% Rauschen, braucht sehr viele Wiederholungen, bis man zu validen Statistiken kommt. Und das ist auch das, was der Hirnscanner dann anzeigt. So viel ein bisschen zur Einstimmung ins Thema. Kommen wir zum eigentlichen Kongress. Ich freue mich ganz besonders, dass wir mit Professor Dr. Pöppel einen Hirnforscher gewonnen haben, der nicht nur sehr bekannt ist, sondern als ich zum ersten Mal, das war vor 25 Jahren, in Psychologie studiert, überhaupt mal das nachgedacht hat, da fiel immer der Name Professor Pöppel. Und ich habe mich dann natürlich sehr viel in eine andere Richtung weiterentwickelt und habe mich dann vor ein paar Jahren dann sehr gefreut, als ich gelesen habe, dass Professor Pöppel natürlich neben seiner wissenschaftlichen Arbeit in der Sinnesphysiologie im Umgang mit Zeit, was läuft in unserem Gehirn, auch sich ein Stück weit mit dem ganzen Thema wie Neuromarketing beschäftigt. Professor Pöppel ist sicherlich, das darf man sagen, heute der dienstälteste Hirnforscher in Deutschland, derjenige, glaube ich auch, der das ganze Thema der Hirnforschung eigentlich in Deutschland erst richtig bekannt gemacht hat, der zum ersten Mal dieses Thema auf die Agenda gebracht hat. Seit 1976 Lehrstuhl für Medizin an der LMU,
1992 bis 1997 Vorstand im Forschungszentrum Jülich, seit 2001 Co-Direktor am Parmenides Center for Study of Thinking. Und ich glaube, jemand, der einen so breiten Erfahrungsschatz hat, kann uns eigentlich nur bereichern. Herr Professor Pöppel, ich freue mich, dass Sie da sind. Die Kenntnisse, die aus den Neurowissenschaften
der Psychologie natürlich auch kommen, auch ja nützlich zu machen für das Ich hatte also schon mal so ein Problem mit Herr Mayer, sind Sie da? Unter Mayer? Noch nicht. Also, der hat ihn eingeladen. Also, ein identisches Problem. Also, Technologieentwicklung. Und das, ich glaube, Häusen, Sie haben das ja auch schon angedeutet, man soll die Kenntnisse der Hirnforschung kreativ einsetzen, aber im Augenblick, ein paar Jahre reicht das vielleicht noch, ist Hirnforschung oder Neuroscience als ein Wort interessanter für Marketing selber. Ich meine, man nutzt das Wort sozusagen, diesen Halo-Effekt, diesen Assoziationsraum zu benutzen, um darauf hinzuweisen, wir haben das neurowissenschaftlich alles begründet. Gut, Education. Es ist schon interessant, dass die ganze Erziehungsindustrie, in Deutschland darf man nicht sagen, USA ist eine Education Industry, viel zu wenig berücksichtigt, was eigentlich, wie Lernen funktioniert im Gehirn. Die Curricula in den Schulen sind fast ausschließlich historisch bedingt, also geleitet von Geisteswissenschaften. Und jetzt erst so in den letzten 10 Jahren vielleicht merkt man, wir müssen berücksichtigen, zum Beispiel die ersten 10 Lebensjahre, das Gehirn geprägt wird. Wir treten in die Welt hinein mit genetischen Programmen von Möglichkeiten. Und aus diesen Möglichkeiten werden Wirklichkeiten durch neuronale Informationsverarbeitung. Und das sind ganze Wahrnehmungsprozesse, die emotionalen Prozesse, die Erinnerungsprozesse, die Intentionalität, das Handeln, wird in diesen frühen Phasen der Biografie festgelegt, dass die Matrix des Gehirns ist erst fest, mit der Pubertät oder einer Minute später. Das bedeutet natürlich jetzt auch für diesen Kreis hier, wenn man über Marketing spricht, spricht man auch über eine ethische Dimension. Es ist so, was die Kinder jetzt lernen, McDonald's und Coca-Cola bestimmt ihre Lebensführer. Ich bin in Hamburg, habe ich eine Zeit als Kind verbracht. Ich vergesse nicht einen Spruch, der in der Hamburger U-Bahn immer hin, so nötig wie die Braut zur Trauung, ist Honig Salz für die Verdauung. So ist es eigentlich Zeit. Wieso geht das nicht aus meinem Hirn raus? Also Sie sehen, wir haben ja auch dann eine Verantwortung in unserem Marketingbereich, weil die Kinder natürlich jetzt geprägt werden. Das ist eine Chance, aber es ist eben auch eine Verantwortung, die man hat. Die Art der Künste, das ist ganz interessant zu beobachten. Ich habe gerade in der großen Weltwirtschaftsgipfel darüber einen Vortrag gehalten über Art und Science. Wie fasziniert die Menschen sind, ja, diese Verbindung zwischen Hirnforschung und den Künsten besser zu verstehen, also Malerei, Musik und Dichtkunst. Und ich werde heute darüber nicht sprechen. Und dann haben wir, ja, Neuropolitics gibt es noch gar nicht, aber in gewisser Weise soll es geben, wie finden eigentlich Entscheidungsprozesse statt? Wir haben Studien gemacht, wo wir verglichen haben mit FMI übrigens. Was ist der Unterschied zwischen einer expliziten Entscheidung, wenn ich weiß, was die Variablen sind, die mich dazu bringen, eine bestimmte Entscheidung zu treffen, gegenüber intuitiven Entscheidungen, Bauch heraus, wenn ich weiß, so muss es sein. Aber ich kann im Augenblick der Entscheidung nicht sagen, warum ich es eigentlich tue. So intuitiv. Retrospektiv muss ich dann sozusagen deutlich machen, warum ich nichts gelesen habe. Das Ergebnis ist ganz eindeutig. Bei intuitiven Entscheidungen bin ich sehr viel stärker emotional involviert. Und ich auch jene Areale des Gehirns, die etwas mit personaler Identität zu tun haben, sind stärker beteiligt. Intuitiven Entscheidungen. Als Konsequenz ist es Folgendes zu beobachten: Leute, die sich intuitiv entscheiden, glauben ihrer Entscheidung eher, als wenn man sich explizit entscheidet. Das heißt, dieses Bauchgefühl ist tatsächlich also stärker, führt zu einer Verankerung der Entscheidung und der Vertrauen in die Entscheidung bei mir selber. Das bedeutet natürlich jetzt überhaupt nicht, dass ich blind meine intuitiven Entscheidungen trauen kann, sondern dass ich retrospektiv, also im Rückblick, mich der Sinnhaftigkeit meiner Entscheidung versichern muss. Jetzt könnte ich auch eine irrationale Entscheidung. Ja, und dann Ökonomie, deswegen bin ich, glaube ich, hier und ich will Sie sozusagen erstmal hineinlocken in so ein paar Überlegungen. Ich habe heute Morgen mich beobachtet, ein bisschen eine anarchistische Tendenz. Also ich mag meine kritischen Bemerkungen eigentlich, das war vielleicht auch guter Punkt, aber
also nehmen Sie das sozusagen als a grain of salt, Martin Tiemann, ich behaupte. Nun hier dieses Bild, das ist in jedem Textbuch der Neurowissenschaften zu beobachten, zu lesen, stammt aus München. Und etwa 100 Jahre alt, von Brodmann, Brodmann hat als erster die Areale des Gehirns beschrieben, innerhalb derer bestimmte Funktionen repräsentiert sind. Also was auf der rechten Seite ist, das befasst sich mit visueller Informationsverarbeitung. Das menschliche Gehirn ist zur Hälfte befasst mit Sehen. Wir sind in der Tat Sehtiere. Alles, was links ist, der frontale Bereich, links von 4 steht, das ist der Frontalkortex. Etwa 40% des ganzen Gehirns ist der Frontalbereich. Und das ist jenes Areal, das uns eigentlich zu Menschen macht. Aber wenn man dann so Studenten fragt, was macht uns eigentlich zu Menschen? Sprache, weiß ich nicht. Und ein Punkt ist der, dass wir uns entscheiden können, dass wir Abstand nehmen können, dass wir eine Außenperspektive haben, dass wir ja, nicht blind, nicht uns unmittelbar ausgeliefert sind und tatsächlich diese Distanz zu uns aufnehmen können oder mit einem Schlagwort Menschen können warten. Gegensatz zu anderen Lebewesen. Sehr häufig wird dieses Bild ein bisschen interpretiert in dem Sinne, und das ist auch gefährlich bezüglich dieser Interpretation von den Bi-Button, dass bestimmte Areale bestimmte Funktionen repräsentieren. Also wenn es an irgendeiner Stelle aufleuchtet, dann ist eine Emotion repräsentiert. Und wenn es an einer anderen Stelle aufleuchtet, dann sehe ich Gesichter. Oder wenn es dort frontal aufleuchtet, dann wird mir eine bestimmte Entscheidung gefallen. Das ist falsch. Halten wir gleich fest, jeder mentale Akt, jeder, wenn Sie zuhören, falls Sie zuhören, nachdenken, sprechen, was immer man macht, ist immer gekennzeichnet durch ein raumzeitliches Muster verteilter Aktivitäten. Viele Areale müssen immer zusammenkommen, damit etwas geschieht, damit überhaupt eine bewusste Repräsentation möglich ist. Und diese raumzeitlichen Muster, das ist die Herausforderung heutzutage der Neurowissenschaften, diese zu identifizieren. Und das spielt in der Tat Functional MRI, MEG, aber auch PET, Positronengestörungstomographie, eine ganz entscheidende Rolle. Verschiedene Areale sind notwendig, aber nicht hinreichend, um eine mentale Repräsentation, eine Kaufentscheidung zum Beispiel, zu erklären. Es ist immer das Miteinander vieler Areale. Wenn das sozusagen von Ihnen akzeptiert wird, haben wir schon sehr viel erreicht. Weil wir, wissen Sie, in dieser Fachpresse, Stern, Spiegel, Fokus, FAZ, Süddeutsche, immer so Artikel erscheinen, bestimmtes Areal entdecken, was für etwas zuständig ist. Das ist immer falsch. Also das bitte, können wir das, man hat immer auch so eine pädagogische Absicht, wenn man Professor ist. So, jetzt machen wir mal das nächste. Dieses Bild ist didaktisch gesehen vielleicht das Wichtigste. Ich will Ihnen ganz knapp erklären, wie Informationsverarbeitung funktioniert, damit man sozusagen beurteilen kann, was man so behauptet hat. Alle Gehirne, die jemals auf dieser Erde entwickelt wurden, alle haben wir nicht beobachtet, alle haben wir nicht untersucht, nicht mehr, aber das sind die Abstraktionsleistung, die man erfüllt, alle sind im Prinzip gleich aufgebaut. Wir haben alle nur 3 Arten von Nervenzellen. Erstens, was links ist, wir haben Sinneszellen, Rezeptoren, die Informationen aufnehmen, sehen, hören, riechen und so weiter. Da gibt es ungefähr 500 Millionen bei uns. Und jeder Sinneskanal, hören, sehen, ist eine selektive Anpassung unseres Gehirns, unseres Organismus, an Ereignisse in der Welt da draußen. Sodass wir, jetzt kommt ein Keyword, anstrengungslos Informationen aufnehmen. Effortless Processing, anstrengungslose Informationsverarbeitung, ist unser evolutionäres Erbe. Diese Sinnesysteme sind so gebaut, damit wir anstrengungslos Informationen aufnehmen. Ich will am Schluss meines Vortrags das noch betonen, weil es gibt bestimmte Medienkanäle, bei denen anstrengungslose Informationsverarbeitung aufgrund des Fernsehens nicht funktioniert. Der zweite Typ von Nervenzellen sind die motorischen Zellen, und zwar, hier auf der rechten haben wir nur 2 Millionen von. Also dass wir handeln, dass wir sprechen, uns bewegen, dass unsere Organe aktiviert werden, das ist der Output. Und dann gibt es das dazwischen.
Und für diesen Fisch müssen wir drei Dinge wieder wissen. Nur drei. Und dann haben wir, glaube ich, die Ökologie verstanden. Erster Punkt. Die Architektur dieses Systems. Jeder Kreis repräsentiert eine Nervenzelle. Wir haben insgesamt ungefähr 500 Milliarden. Also zwischen 10 und 11 bis 10 und 12. Relativ viel. Also in Büchern stehen mal verschiedene Sachen. Das sind deutlich mehr als 10 Milliarden Nervenzellen, weil es kleiner dann als 100 Milliarden hat. Also muss es schon mehr sein. Also sagen wir mal eine Hausnummer, 500 Milliarden Nervenzellen haben wir. Und für jede dieser Zellen gilt Architekturprinzip. Es werden ungefähr 10.000 andere angesprochen aktiviert. Also eine Divergenz, eine Projektion, eine Verteilung der Aktivität, die von jeweils einer Nervenzelle ausgeht. Wenn es Divergenz gibt, gibt es auch Konvergenz. Das steht da auch. Jede Nervenzelle bekommt Input von 10.000 anderen. Für die Mathematiker hier, wenn man mal ausrechnet, wie viele Funktionszustände kann eine Nervenzelle haben, wenn jeder Input voneinander unabhängig ist? 2 hoch 10.000 minus 1 oder 10 hoch 3.000. Das ist nicht berechenbar. Das heißt, die Aktivität einer Nervenzelle ist nicht berechenbar. Und das ist der Grund dafür, dass wir auch nicht berechenbar sind. In dem mathematischen Sinne, aber auch in dem psychologischen Sinne. Der zweite Punkt, den wir wissen müssen über das System ist, wie reden eigentlich Nervenzellen miteinander? Nun, sie nutzen chemische Botenstoffe. Wenn eine Nervenzelle aktiv ist, dann kann die nächste zum Beispiel erregt werden durch einen erregenden, exzitatorischen chemischen Botenstoff, also Transmitter, Glutamat zum Beispiel und Cortikalin. Oder sie hemmen die nächste Zelle. Aktivität führt dazu, dass die nächste gehemmt wird. Das ist die Sprache des Gehirns, das ist Chemie. Die ganzen Neurotransmitter, Neuromodulatoren, was man so, das sieht ja auch in der Tagespresse zwischen drin. Das sind alles Botenstoffe, die die Sprache zwischen Nervenzellen ermöglichen. Das Faszinierende für den Biolog ist, es ist eine Sprache. Und übrigens, nicht Balance, wenn also zu viel Erregung und zu wenig haben müsste, so Krankheitsbilder wie Parkinson, Epilepsie, Depression, sind alles Konsequenzen einer fehlenden Balance. Die Tatsache, wie Nervenzellen miteinander sprechen, und die Architektur bedeutet übrigens, dass unser Gehirn im eigentlichen Sinne kein Computer ist. Alle Artefakte hier, diese Computer, menschengemachte Computer, sind im Prinzip anders aufgebaut. Das heißt, die Metapher Hirn als Computer ist im Prinzip falsch. So, mein dritter Punkt, und das ist sozusagen philosophisch, psychologisch für unseren Kreis, glaube ich, auch wichtig. Man fragt sich nämlich jetzt, wie weit sind eigentlich beliebige Nervenzellen voneinander entfernt, damit sie sich gegenseitig beeinflussen können. Also wenn eine Nervenzelle aktiv ist, wie viele zwischendurch müssen aktiviert werden, also gehemmt oder erregt werden, damit diese eine Aktivität sich irgendwo in den paar hundert Milliarden Nervenzellen auswirkt? Und die Antwort ist 4 Zwischenstationen. 4-mal umsteigen, damit sich eine Aktivität irgendwo auswirkt, dass die Medizinstudenten München zu dämlich sind, um es noch zu verstehen. Ja, bringe ich dann immer so folgendes Beispiel. Jeder von uns repräsentiert eine Nervenzelle. Und wie ist jetzt die Kenndistanz der Menschen über diese Erde? Durch mich kennen sie alle, die ich kenne, durch sie kenne ich alle, die sie kennen. Okay? Man kann ausrechnen, dass die 6,5 Milliarden Menschen auch nur eine maximale Kenndistanz von 4 Zwischenschritten. Nur 4-mal. Und dann können Sie irgendwo, kommen Sie zum Amazonas oder kommen nach China oder wo. Das heißt, wir haben eine unglaubliche Nähe und Grenzen sind nur dazu da, in Staaten und im Gehirn, diese unerträgliche Nähe einzulenken. Ja, das ist sozusagen mehr politisch, aber im Hirn ist es eigentlich genauso. Was bedeutet das jetzt für unsere Selbstinterpretation? Darauf kommt es mir an. Es ist sinnlos, zu sprechen im Sinne, das Gefühl, das Bewusstsein, die reine Vernunft, nur die Erinnerung. Die Wörter, die wir verwenden, vor allem auch in unserem Kulturkreis, führen uns dazu, dass wir sozusagen das Wort ontologisieren und unterstellen, als gäbe es einen Kaufknopf.
ein Areal, das nur ein Gefühl repräsentiert. Wir müssen uns zurücknehmen als Hirnforscher. Wir selber sind auch so schlimmsten Feinde. Lasst uns durch die Sprache verführen. Alles ist engstens miteinander verzahnt. Es gibt keinen einzigen Wahrnehmungsakt, kein Hören, kein Sehen, was nicht notwendigerweise eingebettet ist in eine emotionale Bewertung. Dieses Buch, was ich vielleicht gelesen habe, 1982, Lust und Schmerz, habe ich diese Pointe versucht zu machen. Alles ist notwendigerweise emotional bewertet, sonst kann es gar nicht bewusst werden. Und jeder mentale Akt hat notwendigerweise einen Bezug auch auf Gedächtnisinhalte. Es gibt keine Erinnerung, die frei ist von Emotionalität oder von einer Handlungsabsicht. Und es gibt keine Handlungsabsicht, die nur dieses ist. Das heißt, wir müssen unsere Sprache immerhin kritisch überfragen und nicht in eine, sagen wir, Falle laufen, dieses Areal ist für das zuständig und jenes für jenes. Ein ganz konkretes Beispiel. In unserem Geschäft hier, Neuromarketing, spielt der sogenannte insuläre Kortex eine ganz wichtige Rolle. Der insuläre Kortex, der leuchtet auf bei ganzen demografischen Untersuchungen, wenn Emotionalität beteiligt ist. Der insuläre Kortex leuchtet auf, wenn wir Schokolade essen, beim Orgasmus, bei Craving und bei Schmerz. Darum habe ich noch vergessen. Ja, ich meine, der leuchtet immer auf, anscheinend. Bei intensiven Müll. Man kann das nicht einfach so interpretieren. Das kann man kontextfrei nicht interpretieren. Und alles, was immer behauptet wird, von wir machen das selber auch, der insuläre Kortex ist beteiligt von dem späteren Bild, ja, heißt eigentlich nur eine emotionale Beteiligung, vermutlich nur in dem Sinne von Spannung. Und kann gar nicht von vornherein inhaltlich interpretiert werden auf Lust oder Schmerz oder Craving oder ach, Ekel habe ich noch vergessen, Ekel auch. Ekel, das war es noch. Und Schokolade, also Ekel und Schokolade. Das ist doch, wissen Sie, wenn wir das ist peinlich für uns, ja? Dann gehen wir in die Welt und schreiben sowas. Und dann bezieht sich jemand darauf, der Pöppel, der Hirnforscher, hat nachgewiesen, dass der insuläre Kortex zuständig ist für den Ekel. Quatsch, geht nicht. Es ist beteiligt in einem größeren Netz. Okay, so halten wir das fest. Jetzt machen wir gerade ein Experiment. Ich weiß nicht, wie lange vorher ich bin. Klassischerweise, mit dem Konzept, was viele von sich auch vertreten, also so eine Marketingstrategie und sinnesphysiologische Unterstellung ist, nihi est in intellecto quid non ante fuerit in sensu, also nichts ist im Geist, das nicht vorher in den Sinnen war. Stimuli, Reiz werden aufgenommen von einem Gehirn verarbeitet. Ein guter Psychologe stellt sich so ein Hirn wie so ein Rechteck vor, dann kommt eine Reaktion her. Das ist das Bottom-up-Konzept, das ist klassisches Push-Konzept. Lass uns nur genug Energie hineintun. Marketing, ins Fernsehen, Werbung, dann werden die Leute das schon kaufen. Jetzt machen wir ein kleines Experiment. Was sehen Sie hier? Also, haben Sie denn hier einen Mann? Dafür müssen wir so eine Beteiligung hier machen. Ja. Wer sieht eine Maus? Das waren mehr Häuser. Ich muss Sie jetzt ein bisschen konditionieren. Auf mein Kommando sehen Sie Mann und dann Maus, okay? Mann. Maus. Mann. Maus. Mann. Maus. Kommen Sie mit? Mann. Maus. Mann. Wer kann das mitmachen? Mann. Maus. Mann. Okay. Die kürzeste Zeit, um eine bewusste Kontrolle über so eine doppeldeutige Figur zu haben, liegt bei 500 Millisekunden. Schneller kann man den mentalen Switch nicht vornehmen. Das ist sozusagen eine wichtige Erkenntnis auch für die Repräsentation von Informationen. Die Tatsache, dass Sie Mann oder Maus sehen können willentlich, heißt, dass der Frontalkortex funktioniert. Man kann willentlich das eine oder das andere ins Zentrum des Bewusstseins tun. Das heißt, was wir dort draußen haben, bestimmt nicht eindeutig das, was mental repräsentiert ist. Zweites Teil des Experiments. Sie dürfen jetzt nur noch den Mann sehen, ist das klar? Wenn ich jetzt mit entschiedener Stimme jetzt sage, dann dürfen Sie die Maus nicht mehr sehen, sondern die Alternative ist, kommt automatisch die andere Interpretation in das Bewusstsein. Diese zeitliche Plattform, diese Nachfrage, was gibt es denn sonst noch? Ja, kennzeichnet unsere Antizipation, unsere Erwartung, die Dynamik unseres Gehirns und unseres Geistes. Das heißt, wir nehmen nicht passiv nur auf, überhaupt nicht, sondern es wird immer nachgefragt und gedeutet in der Diskussion. Darauf komme ich gleich nochmal zurück, wir müssen erstmal ein anderes Experiment machen. Teilen Sie diese Fläche in vier identische Flächen.
Handtuch, wer die Lösung noch nicht hat, bekennen Sie sich. Das ist ja tragisch. Ne? Naja, die Geschichte ist ja ganz einfach. Ich habe Sie verführt. Ne? Ich habe Sie in der ersten Aufgabe auf eine Ebene hoher Komplexität gehoben. Und im nächsten Augenblick mussten Sie ein triviales, absolut triviales Problem lösen. Im ersten Augenblick, das hat man da irgendwie. Blockieren, ja. Wahrscheinlich manche Gehirn ging das dann so. Dahinter verbirgt sich ein Grundgesetz der Mentalmaschinerie, die meines Erachtens zu wenig in der ganzen Geschichte bisher berücksichtigt wird, nämlich das Ökonomiegesetz des Gehirns. Wir sind in jedem Augenblick eingebunden in eine Erwartung. Eine Erwartung, oder wir haben eine Hypothese, oder wir haben ein Vorurteil, intern in einem Rahmen. Aus dem heraus wir Reize beurteilen, das heißt wir wählen aus, wir nehmen nicht nur auf, sondern wir wählen aus, Aufmerksamkeit gesteuert, bedingt durch die Einstellung, die wir haben. Und das ist ganz praktisch, indem wir nämlich einfach immer ja, erneuern, was schon da ist, bestätigen, was schon da ist. Man kann es so sagen, jede Wahrnehmung, jeder Denkakt, jede Entscheidung ist im Grunde nur eine Bestätigung oder eine Zurückweisung einer Hypothese, die ich schon habe. Das ist von Ihnen gesteuert. Der Punkt ist, wie kann ich sozusagen jetzt in diesem Bereich hier, im Marketing, Hypothesen generieren, sodass etwas anstrengungslos, schnell und leicht erkannt wird. Jeder Mensch hat notwendigerweise Vorurteile. Wenn jemand sagt, er hat keine Vorurteile, dann ist es genau dieses. Vorurteile haben den Zweck oder Einstellungen, Hypothesen, nach dem Ökonomiegesetz, um schnell und anstrengungslos, wieder das Wort, Informationen aufzunehmen und zu urteilen. Eine gute Macht ist genau diese, die schon mal eine hypothesengestellte Gehirn verankert ist. Und dann kommt es eben zu einer Repräsentation, top-down steht da, der Stimulus, die Reize, die Information, seine Funktion der Erwartung. Und dann erst kommt eben die Repräsentation oder die Reaktion, ist der Point of Sale sozusagen, was wir uns hier interessiert. The Brain, the Brain. Nun ein paar Worte zu diesem 3-Sekunden-Fenster. Was ich gerade angedeutet habe, in der Sprache, im Gedächtnis, wenn ich Dinge vergleiche, mich entscheide, mich bewege, immer habe ich dieses 3-Sekunden-Fenster der Bewertung. Wenn man miteinander spricht, diese Dynamik, die man herstellt, gleichzeitig Synchronisation, das ist eingebettet in diesem Zeitfenster. Entscheidungsprozess, das war jetzt hier wichtig, das andere Beispiel brauche ich jetzt gar nicht geben, darüber sage ich gleich nochmal. Wir haben untersucht das ZDF mal. Wir haben eine ganz interessante Frage. Ich weiß nicht, ob jemand vom ZDF hier ist. Können Sie nicht eine Pille entwickeln? Eine Anti-Sapping-Pille? Ja? Und die Leute, die bleiben nie dran. Und dann sagen wir, gut, da braucht man nicht eine Nachdenker. Das ist im Prinzip unmöglich, wenn ich weiß, dass woanders auch was interessant sein könnte. Dann. Aber dann haben wir die Daten mal analysiert und festgestellt, dass 40% aller Sapping-Entscheidungen 3 Sekunden fangen. Das heißt, das menschliche Gehirn entscheidet sehr, sehr schnell, will ich oder will ich nicht. Oder nehmen wir jetzt zum Beispiel im Reklamebereich, man blättert durch die Zeitschrift durch, die verschiedenen, bleibe ich dran oder bleibe ich nicht dran. Die Entscheidung fällt in ungefähr maximal 3 Sekunden. Das heißt, das Gehirn hat diese Zeitplattform, innerhalb der eine Beurteilung üblicherweise implizit, intuitiv schon stattfindet. Da gibt es gar nicht rationale Argumente, sondern ich weiß schon, das interessiert mich das nicht. Das heißt, wir haben ein ungeheuer mächtiges, implizites Gehirn eigentlich, wo Informationsverarbeitung stattfindet, Entscheidungsprozesse gefallen. Dieses Musikbeispiel ist ganz nett, ich werde es jetzt nicht singen, auch in der Musik, ja, musikalische Motive halten sich an diese zeitliche Segmentierung. Diese wird viel zu wenig, meines Erachtens, genutzt in der medialen Welt, den natürlichen Atem sozusagen des Gehirns zu nutzen, Informationen rüberzubringen. Die Künstler, die Designer, die Kreativen haben die Tendenz, zu kurz zu schneiden. Und dann wird nur noch angemutet, aber keine Information mehr repräsentiert. Das heißt, da wird sozusagen nur auf die Erregung gesetzt, aber nicht auf die Bedeutung der Information. Gut, das ist eine schnelle Zusammenfassung dessen, was ich jetzt schon erzählt habe. Wir haben verschiedene
Also ein Informatiker stellt sich auch so vor, ja. Reise wird aufgenommen, zwei Richtungen, es kommt zu einer Reaktion, Repräsentation. Und jetzt der entscheidende Punkt, wiederholt, was ich schon gesagt habe. Wenn immer wir etwas tun, haben wir gleichzeitig Aktivität in verschiedenen Arealen. Und jetzt noch einen Schritt weiter. Wahrnehmungsaktivität ist immer das A. Erinnerungssysteme müssen angesprochen werden, B. Gefühle werden angesprochen, C. Und Handlungsintention werden angesprochen, D. Das heißt, wir haben immer an verschiedenen Orten gleichzeitig Aktivität. Damit wir eine Einheit des Bewusstseins haben, müssen die miteinander verbunden werden. Deswegen haben wir eine zeitliche Organisation, eine Synchronisation im Mutterhof. Aber dann entscheidend ist, wir brauchen eine Stromversorgung, eine Aktivation. Das ist so das, worauf ich mich am Anfang bezogen habe. Die Aktivation schwankt tagesperiodisch. Die Rezeptivität von Informationen, von Werbemaßnahmen, von Entscheidungen ist abhängig von der Tageszeit. Wir sind nie mit uns selber identisch, sondern sind ausgeliefert dieser inneren Uhr. Okay, das ist sozusagen wichtig. Die vier Dinge sind immer gleichzeitig vorhanden. Ich fasse jetzt hier noch einige Thesen zusammen und dann kommen wir zu dem Experiment. Ich überspringe mal ein paar. Ich weiß nicht, wann habe ich denn eigentlich angefangen? Ich sag's Ihnen schon. Sie haben mir Bescheid gemacht. Also, halten wir fest, damit wir sozusagen bei der Diskussion am Stammtisch die Stimmen, die Meinungsführung haben können. Alles ist voneinander abhängig. Es gibt keine Unabhängigkeit. Wenn man sagt, was im Augenblick ja passiert, nur die Emotionen müssen angesprochen werden. Nein, nur geht nicht. Zweitens, das wäre vielleicht nach Einfachheit und Anstand zur Informationsverarbeitung. Nehmen wir die drei E's im Englischen. Ease Access to Information, Sinnesysteme, Effortless Processing, Efficient Action. Diese drei E's sind entscheidend, also kriegsentscheidend, wenn man sozusagen etwas erreichen will. Beispielsweise im Kaufmann. Die zeitliche Bühne habe ich erklärt. Ja, ich habe am Anfang gesagt, wir sind früh geprägt, in den ersten 10 Lebensjahren wird die Matrix unseres Gehirns festgelegt und es hat auch eben eine ethische Dimension. Wir haben Vorurteile. Es gibt nicht eine, sondern drei Formen des Wissens. Das habe ich versteckt bisher. Das explizite Wissen ist das, was wir mit Questionnaires abfragen. Was meinen Sie, das Wissen, was man hat? Es gibt aber zwei weitere Formen des Wissens. Das implizite, intuitive Wissen, das rituelle Wissen. Es denkt permanent in uns. Es wird nur etwas bewusst, wenn es kommunikabel gemacht werden muss. Das heißt, das implizite Wissen, die implizite Informationsverarbeitung, tacit knowledge, ist ein viel, viel größerer Bereich als dieses explizite Wissen. Deswegen ist es ein Fehler, in der Psychologie, ich bin auch Psychologe, deswegen darf ich das so eingezogen sagen, nur immer aufs explizite Wissen zu setzen, dass man abfragen kann. Also wenn zum Beispiel einführend gesagt wurde, wir wissen das alles, dann war das natürlich ironisch gemeint, wir wissen natürlich nicht alles, weil wir uns nur auf eine Teilmenge menschlichen Wissens, das explizite Wissen, durch Umfragen beziehen. Das implizite Wissen, da kommen wir ran, indem wir zum Beispiel diese Hirnuntersuchung machen, also Function MRI. Die dritte Form des Wissens ist bildliches Wissen. Bild ist einfach nicht mehr als 16.000 Worte, aber ein Wort kann auch mehr als 1.000 Bilder sein. Das heißt, die Komplementarität des expliziten Wissens sprachlich kodiert eher linkshemisphärisch, das bildliche Wissen stärker holistisch, emotional eingetaucht, rechtshemisphärisch, sind komplementär, denn die beiden Hirnhälften reden permanent miteinander. Die guten Entscheidungen sind intuitiv, heute habe ich schon gesagt. Ja, also die Ruhe habe ich angedeutet. Das letzte habe ich auch schon gesagt, dass das richtige Gedächtnis ist nicht beliebig erweiterbar. Das ist jetzt eine Tragödie für Marketing-Leute. Wir haben untersucht, wie viele Bilder im episodischen Gedächtnis kann man eigentlich aktiv aufrufen. Denn eine gute Marke, ein Brand, muss ja auch ikonisch bildlich repräsentiert sein. Und die Tragik ist tragisch, dass wir können nur ein paar hundert Bilder aktiv aufrufen. Wir können uns alle wahrscheinlich Mercedes-Stern vorstellen oder Apothekenzeichen, aber wir können uns nicht 60.000 Brands vorstellen. Das ist eine unglaubliche Limitierung des menschlichen Gehirns im Hinblick auf Speicherung von Bildern im episodischen Gedächtnis. Und das episodische Gedächtnis ist fundamental für unsere Selbstidentität. Die Bilder, die wir uns tragen, auf die wir ziehen, das sind wir. Und da will ich hinein, Neuromarketing.
dass ich mich beziehen kann, anstandslos auf etwas, was Teil meiner selbst wird. Und das ist ungeheuer eingeschränkt. Das heißt, hier der Kampf ist, Platz zu gewinnen im Episode in einem bei bestimmten Zielen. Ich hoffe, ihr könnt das zusammenfassen. Jetzt, weil ich hier mich ein bisschen verredet habe, springe ich, ja, das schafft vielleicht, dass die Andeutung war 10 Minuten. Ist das richtig interpretiert? 15. 15 sogar. Ja, da haben wir ja wahnsinnig viel Zeit. Also, jetzt kommt ein kleines Zwischenspiel, was sowas etwas, ich bin ja ein Grundforscher, ich verstehe ja gar nichts von Marketing und Ökonomie. Ja. Also musst du sozusagen eine Welt bauen, wo das anschlussfähig zu machen. Diese Frage, das ist so ein Grundlagenforscher, stellt sich die Frage, vielleicht sollte dazu sagen, wir brauchen ein bisschen Ökonomie studiert. Oder, also, warum gibt es überhaupt Produkte? Damit geht es ja eigentlich los. Naja, weil es Bedürfnisse gibt. Ne? Das ist ja wahrscheinlich naheliegend. Was sind Bedürfnisse? Ja, es fehlt einem etwas, es fehlt einem etwas und es fehlt einem etwas. Also Mangel, dann ist es Individualität. Ja, das ist eine Zielgruppenforschung, die gemacht wird, nicht alle sind gleich. Und dann Produkte. Ja, das habe ich mir da so zurechtgelegt. Tja, optimale Produkte, Dienstleistung, für die Beherrschung des Gleichgewichts nennt man Marken oder Brands. Das ist so die Definition. Das innere Gleichgewicht von innere Regulierung ist sinnvoll von Brain Branding zu sprechen. Tja, dann haben wir mal untersucht, welche Bedürfnisse gibt es eigentlich. Dann habe ich mal angefangen, Sie sollen das nicht lesen können. Ja. Dann stellt man fest, dass es ja ein riesen Inventar von Bedürfnissen gibt. Und da scheitern wir dann schon. Das ist natürlich nicht mehr beherrschbar. Man kann nicht alle individuellen Bedürfnisse befriedigen, trotz der ganzen Mass-Customization, was man im Augenblick ja versucht zu bewältigen. Also, diese Definition, die ich gerade gegeben habe, orientiert sich an Menschen, an der Innenperspektive. Es fehlt mir etwas, das ist eine Innenperspektive. Aber dann gibt es natürlich auch die Wünsche, die man hat. Das ist ja ein Szenario, die Wünsche zu erwecken und die empfundene Distanz zwischen Marke, die einem gemäß ist, das ist die Innenperspektive, die zu mir gehören, und Marken, die ich noch nicht erreichen kann, deswegen muss ich mir noch sparen. Diese Ausblick ist sozusagen der Treiber des Marktes aus der Sicht meines Forschers. Und jetzt haben wir angesprochen, wenn es sehr viele Bedürfnisse gibt, könnte es eigentlich auch sehr viele Marken geben, aber es gibt es eben nicht, wegen der Begrenztheit der Informationsverarbeitung, Wahrnehmung, Zeitbewahrung zum Beispiel. Das Gehirn ist also der eigentliche Flaschenhals beim Erfolg von Markenveränderungen und deswegen sollte man, muss man sich mit der Hirnforschung beschäftigen. Nun gibt es ja ein bisschen Konsequenzen, das brauche ich jetzt sozusagen nur nennen, wozu wir einen Beitrag leisten können aus der Hirnforschung, aber nicht in dem Sinne, wie es manche Hirnforscher meiner Zunft tun, dass wir das Gebiet jetzt usurpieren. Wir können nur, das vor allem auch in Ihrem Buchhaus ausgesprochen wird, komplementär eine Methodologie angeben, um komplementär zu den experimentellen Verfahren, Augenbewegungsmessungen zum Beispiel, oder den Questionnaires oder auch tiefenpsychologischen Verfahren und vor allem der Erfahrung im gesunden Menschenverstand, etwas anbieten, als Gesprächsbasis um das Blickfeld zu erweitern, zum Beispiel, wie Markenstärke repräsentiert ist, dazu gleich ein Experiment. Ja, die Intensität neuronaler Prozesse, die wissen inzwischen alle, je weniger Aktivität in kritischen Arealen ist, Stichwort kortikale Entlastung, was ein falsches Wort ist, dann hat man eine stärkere Markenrepräsentation. Aber wir wissen dann natürlich auch, wo muss ich, an welchen Knöpfen muss ich drehen, damit Marken stärker in den Gehirn repräsentiert werden können. Bei all den Einschränkungen, die man hat. Oder wenn wir uns die Bedürfnisse definieren, wie kann ich denn überhaupt neue Marken entwickeln? Ich glaube, da kann man eben komplementär aus unserer Zunft leisten. Markenwahrnehmung ist klar. Die Bewertung, dazu leisten wir eine Änderung. Das sind alles die Bereiche, die ich angesprochen habe. Es geht darum, eine anstandslose Akzeptanz zu erzeugen, ein Gleichgewicht der Bedürfnisse und die Markenidentität ist dafür notwendig. Jetzt habe ich hier noch einen Punkt. Auf diese Point of Sale Geschichte ist ja hochinteressant für einen Hirnforscher. Was zu wenig meines Erachtens berücksichtigt wird, ist das Reafferenzprinzip. Wenn ich etwas tue, das kaufe ich zum Beispiel, das in Gang setze, dann setze ich ein Programm in Gang. Ich gehe in den Laden und kaufe es. Aber ich habe gleichzeitig eine Kopie meines Plans, eine Referenzprinzip. Und dann, wenn
zum Abschluss gebracht habe, vergleiche ich das, dies, was ich gespeichert habe, mit dem Erfolg, mit dem, was ich getan habe. Die Referenz wird mit der Referenzkopie verglichen. Und wenn es beides verglichen wird und beides gleich ist, dann ist das Ziel erreicht. Und das ist dann sozusagen the satisfaction that happens, das ist die Bedürfnisbefriedigung ist dann erreicht. Wenn man sich fragt, beim Point of Sale, wo wird eigentlich untersucht? Man kann erst danach, also was ich mir gesagt habe, ich habe es gekauft, ich habe dafür bezahlt. Erst dann ist sozusagen der Zyklus abgeschlossen. Man kann Leute nicht vorher oder sie nachher fragen. Das heißt, dieses innere Gleichgewicht wird dann erst, wenn dieser Zyklus abgeschlossen ist, erreicht. Gut, alles dieses ist notwendig, auch um die personale Identität zu verstärken. Und wo es mir dann auch geht, als Bruder, Marken sind dazu da, ja, was ist dem Menschen eigentlich gemäß? Ich muss sozusagen die Bedürfnisse definieren. Und gerade beim demografischen Wandel, den wir jetzt gerade haben, Menschen werden älter. Und indem sie älter werden, haben sie sehr viel stärker individuelle Interessen. Deswegen sind ja viele Marketiers auch so, ja, so irritiert. Das ist kein homogener Markt mehr. Das ist sehr kleine Markt, also Mass Customization kommt jetzt hier rein. Das heißt, die Zielgruppenforschung, die jetzt notwendig wird, verlangt meines Erachtens in der Tat den Einsatz auch der Verfahren aus der Forschung. Also wird vom Push zum Pull. Gut, jetzt ein Benchmark-Test. Das geht jetzt alles los. Wir haben eine Hypothese, so bin ich überhaupt in das ganze Gebiet hineingezogen worden. Eine gewisse Irritation. Wir redeten immer drüber, aber es gab keinen Benchmark. Und folgende Hypothese wurde getestet. Starke Marken, unabhängig von der Kategorie, die sie repräsentieren, müssen, weil sie starke Marken sind, in gleicher oder identischer Weise im Gehirn repräsentiert sein. Hingegen starke gegenüber schwache Marken müssen ein verschiedenes, unterschiedliches Bild haben, weil die stark und schwach sind. Also stark, unabhängig von der Kategorie, gleich. Stark, schwach, innerhalb einer Kategorie, verschieden. Und das haben wir gemacht. Hier in Großhadern, wir haben auch eine 3-Tester-Maschine hier, arbeiten an diesen drei Bogen sehr eng zusammen und ja, das haben wir schon gesehen, da ich mal hin, finde ich schon nach. Diese Studien, Kernspektrographische Untersuchungen, haben keine Zukunft im Bereich Neuromarkt. Schlichtweg deswegen, weil sie zu teuer sind, ist nämlich nicht nur die Maschine, sondern sie müssen das Know-how haben. Also hier sitzt zum Beispiel ein Kollege von mir, Dr. Kuturzig, der mir das intern intensiv einarbeitet. Das Know-how der Leute zusammenzustellen, das ist ein Team von einigen, die das machen müssen. Das heißt, eine Studie, die einigermaßen verlässlich ist und dann in einem ko-kreativen Prozess mit dem Auftraggeber diskutiert werden kann, ist unter 100.000 Euro überhaupt gar nicht, sondern gar nicht zu denken. Das ist meistens außerhalb, also was ich gelernt habe inzwischen, und dann weiß man nicht, ob es wirklich relevant ist. Ja. Das heißt, was gemacht wird, wir machen das in der Tat, das, was man mit diesem Verfahren, mit kernspektrographische Untersuchung, das ist ja für uns auch nicht so eine ganz natürliche Situation. Also, so nicht. Es ist dann sehr laut und manche haben Platzangst. Wir entwickeln